Ja, am Anfang halt. Jetzt weiß ich, was der Fehler war. Ich war zu nah dran mit dem Traktor. Darum habe ich den verkauft. So, unter die Güllefässer, sagst du. Also unter den Güllefässern habe ich überhaupt keinen Striegel drin. Ach so, da unten, jetzt da. Jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt. Mit diesem Stück entfernst du Unkraut von Feldern mit jungen Getreidepflanzen. Und der? Gibt zwei verschiedene. Ja, das eine ist ein großer, 300 Liter. Die brauchen einen Dünger auch. Der geht allerdings, der zweite geht nur für Gras und für Sojabohnen. Na, das ist Sojabohne, meine. Das ist Sojabohne, glaube ich. Aber der erste, 12 Meter Arbeitsbreiten. Nein, den habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich auch nicht. Das macht nichts. Genau, so kenne ich den Manitou. Was hast du denn für eine Sämaschine? Hast du die Great Plains, oder? Die Great Plains Sämaschine, die grüne. 12 Meter Sämaschine, du bist gut. Der ganz kleine, das ist der kleine. Ja, das schon, aber Sämaschine, hast du was für eine? Nee, nee, nee. Pronto? Dann schauen wir bei der Sämaschine. Da ist in der zweiten Zeile nach den 20 Kilometern die beiden Symbole. Heißt, die Sämaschine düngt und sät gleichzeitig. Ja. Das haben einige neue Sämaschinen haben das jetzt drin. Nicht alle, aber haben es drin. Die Featherstedt Rapid, die wo ich aber gehabt habe, die hat es nicht drin. Da kannst du nur sehen. Ja, aber die automatisch. So.
Ja, du darfst nicht vergessen, die düngt und sät, nichts drin hast, dann frisst es natürlich schon gewaltig Geld. Wenn du aber auffüllst, wenn du die auffüllst, die Sämaschine mit Dünger und mit Saatgut, kann ich alle meine Felder 12, 14 und 15 ohne Probleme nicht leer. Weder der Dünger noch Saatgut. Das ist weniger gut. Ja, der große Michelangelo, der war noch interessant. Den werden wir irgendwann auch noch holen. Ja, den großen Viehanhänger. Und was ich nur ausprobieren muss, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob du, sag mal's. Er ist fertig. Na, jetzt weiß, ob du das Saatgut bzw. Dünger in einen normalen Anhänger verladen kannst, das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn das in einem normalen Anhänger geht, kannst du es ja umkippen. Du brauchst nur mit der Sämaschine daneben hinfahren und dann geht das Fenster auf. Den Stick drücken, dann belädt er von alleine. Das ist relativ. Ich habe mir auch den kleinen gekauft. Aber wenn die Tiere, die vermehren sich ja selbstständig. Und du kannst in dem kleinen Anhänger 9 Schweine oder 10 Schafe transportieren und wirst wahrscheinlich 5 Kühe reinbringen. Bei dem Michelangelo 6, du hast das schon ausprobiert. Was geht denn in den Michelangelo rein? Der ist auch nicht da, gell? Muss ja auflegen. Ja, wenn du immer wieder mietest, dann ja. Wenn du aber nicht unbedingt immer viel hin und her fährst, dann ist es egal. Ja, das ist Kack. Das ist Kack. Du musst wieder arbeiten. Nicht gut. Ja, ich nicht, ich trinke keinen. Ihr seid ja wahnsinnig. So, jetzt müsste eigentlich beim Feld das richtig angezeigt werden. Jawohl, genau. Erste Düngestufe.
möchte das mit den Fahrsilos ausprobieren, weil sich da jeder im Internet beschwert, dass die Fahrsilos nicht funktionieren. Aber die Silos sind noch nicht. Es soll noch Silos geben. Ja, aber das sind für Getreide. Und jetzt sollst du für verschiedene Arten, also du sollst noch, sag mal, Saatsilo, Düngesilo, ist noch im Mod-Tab ist das noch drum, aber das ist noch nicht freigegeben. Das hat mit dem nichts zu tun. Ja, ich habe erst, was habe ich, fünf Felder habe ich, sechs Felder habe ich jetzt. Macht ja nichts, dass ich habe. Ja. Ja, es geht. Max, das geht. Und den kannst du ausnutzen. Aufpassen, was du verkaufst, weil sonst suchst du es und findest es nicht mehr. Ja, wo man. Auf einmal ist der Traktor weg gewesen. Da wo er stehen sollte, ist ein Loch. Nee. Wolltest du es ja wieder verkaufen? Na, kriegst weniger. Aber du weißt ja jetzt, wie man Geld macht. Nee, die sterben nicht. Nur in der Produktivität gehen sie runter. Ja, auf die Weide stellen. Dann produzieren sie wenigstens ein bisschen eine Wolle. Und ich wollte schauen, wie viel das ich schon habe. 70% erst. Strom muss ich den Schweine einmal geben. Aber Stroh ist eher ein Abfallprodukt. Du, weil die Zeit so schnell vergeht. Weil die Zeit so schnell vergeht. Das ist. Ja, du musst oben hin.